Wozu braucht man Krafttraining? Höre ich so oft. Für was soll ich ein Krafttraining machen? Ich gehe ja spazieren. Ich mache ja Yoga und keine Ahnung, ich schwenke die Pfanne am Herd. Reicht das nicht aus? Nie im Leben reicht das aus. Jeder Körper, der nicht mit Kräften konfrontiert wird, baut ab. Jede Struktur, die nicht gut belastet wird, baut ab und degeneriert. Kraft ist nicht selbstverständlich. Kraft nimmt im Alltag kontinuierlich ab. Heißt, es ist deine Aufgabe, dich um deinen Körper zu kümmern und zu trainieren. Ja, es ist eine Pflichtveranstaltung. Für mich stellt sich gar nicht die Frage, brauche ich Krafttraining? Es ist für mich eine Pflichtveranstaltung, denn das Leben da draußen ist nicht lastenfrei. Wir müssen heben. Also wir müssen was hochheben können. Wir müssen was tragen können. Sagst du, wenn du jetzt sagst, musst du nicht, okay? Du hast jetzt einen Enkel, der läuft auf dich zu, springt, bam, musst ihn hochheben und dann schießt sie ins Kreuz, weil du es nie geübt hast, weil deine Struktur nicht stark genug ist. Also, und die Bewegungsreize oder die Armut, die die meisten Menschen haben, wir sitzen ja den ganzen Tag vorm Rechner. Wir verkümmern, wir verkürzen. Der ganze Stoffwechsel fährt runter. Der Körper baut permanent Muskulatur ab. Es wird alles schwächer. Die Bandscheiben dehydrieren, der Saft geht raus, das Wasser. Die werden porös, sie werden anfällig. Die Sehnen werden ein bisschen marode. Und dann sind wir halt verletzungsanfällige. Alles reißt schneller. Und ja, wir nehmen auch zu, denn nur mit gezieltem Krafttraining, mit hohen überschwelligen Reizen kontinuierlich, schaffen wir es, Muskulatur aufzubauen, den Grundumsatz hochzufahren. Das ist auch so ein Thema. Krafttraining fährt auch den Grundumsatz hoch, man nennt es dann den Stoffwechsel. Mit Krafttraining formst du auch den Körper. Also mit Ausdauer kannst du das Fett verbrennen, ist auch gut für die Psyche, für den Kopf, aber mit Kraft, da formst du deinen Körper. Diese schöne, knackige Figur bekommst du nur mit Krafttraining. Ja, da brauchst du einfach manchmal Eisen in die Hand. Es ist wirklich eine Pflichtveranstaltung und dieser massive Bewegungsmangel, den wir haben, diese Bewegungsarmut, das hat unser Körper nicht verdient. Wenn du das Video jetzt gesehen hast, es dir gefallen hat, abonniere meinen Kanal, hinterlasse einen Kommentar und trainiere einfach. Belaste dich. Ja, wir brauchen Last auf den Körper.